Hallo liebe Heimwerker und SM-Freunde, heute holen wir uns die Inquisition nach Haus, denn wir basteln uns einen Pranger. Dazu brauchen wir ein Rundholz, eine große Rohrschelle, zwei kleine Rohrschellen, mit den passenden Schrauben und Muttern und für die Luxusausführung zwei Ösen mit Karabinern und zwei Fußfesseln. Jetzt geht's ans Anzeichnen. Am besten, ihr ladet euren Hausklaven ein, dass er für euch mal kräftig die Beine breit macht und nimmt dann Maß. Wir empfehlen 80 bis 90 cm. Und dann einfach mit einer Handsäge oder einer Stichsäge absägen. Macht das bitte nur, wenn ihr euch das wirklich zutraut. Ansonsten nehmt ein eckiges Holz, das geht leichter. Der ist stumpf. So, fertig. Jetzt bohren wir für die Luxusvariante mit den Ösen die Seiten vor. Einmal. Zweimal. Nun die Schellen. Die hier ist für den Hals und die für die Hände. Tada! Und nun noch die Ösen für die Luxusvariante. Die Fußfesseln mit einem kleinen Karabiner befestigen. Und fertig ist euer wunschlos glücklich Multifunktionspranger. Und nun wunschlos, bewegungslos für nur 20 Euro. Ich habe da mal was vorbereitet. Und wer gelenkig genug ist, der kriegt auch noch den Kopf rein.